Willkommen zurück zu Sonus Project. Jetzt habe ich mir noch eben vergessen, einen Folgentitel zu überlegen für die letzte Folge. Nennen wir sie mal, mal gucken, vielleicht Rauch, Säulen und Gift. Irgendwie sowas. Oh ja, und durchlaufen. Zugang zum Nichts. Von allem drei. Von drei. Ah, dann ist das hier auch schon wieder abgefrühstückt quasi. Sind wir durch das Gebiet auch durch. Oh, das sieht aber schon schön aus mit den Pilzen. Also, dass man das mal sagen würde. Vielleicht auch eher untypisch. So, bereue ich das, wenn ich hier durchgehe? Die Musik ist schon wieder so bedrohlich. Da zieht es mich dann doch zum Ziel. Wobei, wo geht's denn überhaupt zum Ziel? Hier. Kommen wir durchs Gitter durch. Das hier das Nichts von allem. Es ist ja immer der Zugang gewesen. Okay, neun Geheimnisse nicht gefunden. Turmteile gab es hier netterweise nicht. Das ist ja auch noch so ein Punkt, die Turmteile. Ob man die dann am Ende wirklich alle braucht, um das Spiel erfolgreich beenden zu können? Eigentlich ja schon. So wie ich es zumindest verstanden habe. Na, mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ah, die Ladezeiten. Also ich glaube so, wenn man das Spiel wieder neu lädt und immer neue Sachen geladen werden, das ist immer so eine Minute. Ich könnte es ja auch rausschneiden, aber dafür bin ich dann wieder doch viel zu faul. Zur Not müsst ihr es halt vorspulen, ansonsten ist das ja auch immer ein ganz guter Punkt, um wieder ein bisschen zu resümieren. Was jetzt in dieser Folge noch nicht so ganz ist, weil wir ja noch nicht so weit gekommen sind, wobei ich mich jetzt doch frage, ob wir jetzt hier im Nichts von allem sind und was das Nichts von allem sein sollte. Also wir hatten ja vorher in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ist schon, stimmt schon so lange her, ja, die Windy Escape. Da ist die Kugel. Die Zuflucht gefunden. So ganz traue ich der Kugel aber nicht. Okay, sie geht weiter. Ziel abgeschlossen. Folge weiter der Kugel. Untersuche den Altar. Die Mühle. Eins von zwei. Diejenigen, die das Geheimnis der wirbelnden Flügel lüften, werden die Stärke von 1000 Lungen haben und werden die heißen, fauligen Seen trocken trinken. Ah, tut das gut, mal wieder in der frischen Luft zu sein. Scharfer Stein und Verbindung etabliert. Da bin ich ja mal gespannt. Schwache Verbindung. Muss noch ein bisschen weiter vielleicht. Solus 3, this is Prolus Command. Please report. As of yesterday, we only have 2 months left. 2 months before we won't have enough fuel to make it without losing power on the way. We need your reports, Solus 3. We haven't heard from any of the other ships. I don't know if something's blocking us off or if we've failed, but if the satellite is telling the truth, it's only you. You're the only one left. 5 ships, and no one has responded. Please, Solus 3. I think you are our only hope. Please report on Gliese 6143C. Oha, wir sind also tatsächlich die einzigen Überlebenden und damit die letzte Hoffnung für das Überleben der Menschheit. Wir brauchen hier 4 Schlüssel. Och nö. Endlich mal wieder heißt es
4 Schlüssel finden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Höhen der Schwingung 1. Ja, und es fängt gleich wieder an zu regnen. Ah, super. Was können wir denn hier alles finden? Wir haben Feuerzeug, das brauche ich nicht. Leuchtfeuer. Also Leuchtstab. Kraftnahrung. Feuerzeug, Leuchtfeuer, Medipack, Rucksack, Leuchtstabkissen, Matratzen, Batterien und Maske und ja, super. Wir haben den noch. Das ist gerade ganz schlecht. Ich verzichte mal auf Speichern. Jetzt auf den Berg laufen bei Tornado ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Ja, das könnte tatsächlich ungünstig werden. Wir werden sterben, Leute. Wir werden sterben. Oh oh. Ja. Hier kann ich mich nicht unterstellen. Hier vielleicht. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Aber wir sind, es ist von der falschen Seite. Ja, Operator Wet, wir haben gerade andere Probleme. Oder entfernt er sich? Der scheint sich zu entfernen. Ich gehe noch eben zurück zum Leuchtfeuer. Wir müssen ja diesen Weg eh nochmal komplett gehen und alles genauestens angucken. Aber erstmal müssen wir uns trocknen. Und ja, das ist hier gerade ganz schlecht. Speichern tue ich natürlich nicht. Der hat ja gespeichert, nachdem wir das Gebiet gewechselt haben. Kann ich... Hier habe ich doch irgendwie... Bin ich doch quasi aus einer Höhle rausgekommen, oder? Kann ich mich da unterstellen vielleicht? Werde ich hier nass? Ich weiß es nicht. Legen den Ball hier mal hin. 55 Grad. Das ist hier gerade alles nicht ideal. Immerhin, wir haben den Tornado überlebt. Von hier bin ich gekommen. Ha. Oh, hier gibt es sogar Trinken. Das ist ja gut. Ich leg den jetzt hier mal hin. Dann trocknen wir jetzt hoffentlich. Und ich schlafe nochmal eben 2 Stunden. So, sollten wir jetzt wieder ein bisschen trockener sein, hoffe ich. Mitnehmen. Trinken. Dann müsste ich hier genau eine leere Flasche haben. Die können wir nochmal auffüllen. Und dann hat es auch aufgehört zu regnen. Eieieiei. Dass das immer so chaotisch sein muss. Den essen. Dafür können wir den wieder mitnehmen. Dass das immer so chaotisch sein muss. Ich glaube, diese Leuchtstäbe haben eigentlich auch eine andere Funktion, als ich sie benutze. Das haben wir hier. Meilenstein 125. Höhen der Schwingung.
abbeben wird, auch immer doller. Ich denke mal, dass es eher dann im Dunkeln ist, dass man die irgendwo hinschmeißt, dass sie da dann leuchten. Aber es muss jetzt halt als unser Taschenlampenersatz herhalten. So, jetzt können wir ganz gemütlich hier hochgehen. 49 Grad, was zur Hölle? Speichern. Gut, Batterien bringen uns ja auch nichts, die wir hier irgendwo finden können. Aber ist das schön hier mit den Hitzespiegelungen. Ein Kreuz. Der Prozess. Der Prozess beginnt. Der Prozess an den Ungläubigen. Varsa ist dort, hinter der Prozession, ruft mit ihren Anhängern nach Gerechtigkeit. Verstehen, sagt sie. Wir müssen die Himmelwesen verstehen und was sie wollen. Sie verstehen uns nicht. Hier gab es gegen die Verräter tatsächlich einen Prozess. Ich frage mich immer noch, was diese Himmelwesen sind. Und warum jetzt hier halt auch keiner mehr ist. Sondern nur Überreste. Es beginnt. Koni spricht. Der Wert als Mensch, als Überlebender wird aufgewogen werden in dem Herzen ihrer Errungenschaften. Der Prozess findet in der Haupthalle der großen Windmühle statt. Niemand weiß, was die Himmelwesen tun werden. Sie haben nie gegeneinander konspiriert, denken wir. Ach, die haben sich untereinander angelegt? Habe ich es doch nicht ganz verstanden? Kygon erschuf die Bildnisse, die den Verrat der Verräter schildern. Der Verrat in Stein gemeißelt von den Philistern selbst. Sie untergruben den Willen der Himmelwesen. Sie begehrten die Macht und die Ressourcen im Reich der Himmelwesen, dem leeren Land. Sie stahlen einen Ball der Himmelwesen, übernatürliches Geschenk der Energie. Sie verlagerten ihn in die Gruben, bestimmt dazu, es gegen ihre Herren einzusetzen. Aber ihr Plan ging nach hinten los. Jemand öffnete es. Das war ihr letzter Fehler. Der Tod trat hervor aus seiner Hülle. Ja, also dieses Ding, dieses tolle wieder Rauchmonster, vor dem wir weggelaufen sind, ist tatsächlich scheinbar aus dieser Kugel gekommen. Und deswegen habe ich jetzt auch kein gutes Gefühl, dass wir dieser Kugel hinterherlatschen. Ich hoffe, wir müssen sie nicht öffnen. Denn auch da wird natürlich wieder so ein Rauchmonster herauskommen. Und das war halt eben nochmal die Zusammenfassung von dem, was wir halt gesehen hatten. Götzenstatue. Öffnet Dinge. Okay. Finde die erste Götzen... Ach, wir müssen die vier Götzenstatuen finden. Alles klar. Och, aber das Wetter ist auch wieder sehr extrem. Jetzt die ganze Hitze. Und da unten ist interessant. Das ist ein Höhleneingang. Das merken wir uns mal. Wenn wir nicht so nach unten kommen, können wir uns hier ja immer noch nach unten teleportieren. Aber ansonsten folgen wir jetzt erstmal hier ganz normal, ganz entspannt dem Weg. Ich genieße das gerade wieder hier ein bisschen erkunden, ein bisschen rätseln zu können. Das ist echt angenehm nach den ganzen Aufregungen des letzten Mal, der letzten Folgen. Höhle ist immer Stress. Wobei hier hat man dann immer viel Spaß mit dem Wetter. Jetzt sind wir schon bei über 60 Grad. Aber guckt euch an, das ist schick. Einfach schick. Ja, mal gucken, wo uns dieser Weg jetzt hinführt. Hier ist es recht dunkel. Die Temperatur nimmt netterweise wieder ein bisschen ab. Wir werden viel Wasser brauchen, glaube ich. Höhle der Schwingung, 2. Ja, ich sprach von Wasser und schon hört man es plätschern. Da ist der Meilenstein. Ja, ob das jetzt so easy geht oder ob das so kompliziert wird wie auf den Inseln. Da unten möchte ich aber auch gerne nochmal hin. Also wir müssen unbedingt unten auch nochmal ein bisschen erforschen und gucken. Ist das Wind?
Oder ist das ein Viech? Vier Artefakte, ein Relikt der Athletik, Relikt der Nacht, Relikt des Lebens, der Nahrung und des Wassers. Wir einigen uns mal drauf, dass das Wind war und kein Tier, oder? Ach, hier kommen wir dann auch nach unten. Verlassener Traum. Tito, wo bist du? Während du unterirdisch Kundschaften warst, eilte Vasa von den Höhlen herbei und erzählte uns von einem Riss, einer Kluft durch unser Volk. Sie sagte, Utuko habe viele in den Untergrund mitgenommen zu den Erleuchteten. Kehr um, erhalte die Sicherheit unserer Familien. Was ist das? Sternzeichen gibt einen Bonus. Ich kann es nicht lesen. Lanameris, finde mehr Items. Okay. Keine Ahnung, was es uns das bringt. Aber es ist bestimmt gut. Finde mehr Items. Ja, gerne. Wurden jetzt mehr Items auf der Karte verteilt, oder was? Verrückt. Dann trinken, wegschmeißen, mitnehmen. Ja. Hier haben wir nochmal ein Rohr. Das brauchen wir nicht. Hier nochmal irgendwas Interessantes. Fanfoto. Okay. Hundefotos? Kabel. Benötigt Werkzeug. Scheine ich aber nicht zu haben, das passende Werkzeug. Frederiks Tagebuch. Die Psychologen an Bord sind Vertreter des PPHQ. Ich fühle mich nicht wohl dabei, ihnen irgendwelche Geheimnisse zu offenbaren. Die sind eine gerissene Bande. Mit ihrer Vornehmen... Das ist unter Verschluss. Tut mir leid. Entschuldigung. Für einfach alles. Ich weiß, wie das PPHQ arbeitet. Ich habe das Filmmaterial gesehen. Okay. Das ist ja alles wieder schon ein bisschen sehr suspekt hier. Schauen wir unten nochmal ein bisschen weiter. Ja, dadurch, dass es so heiß ist, ist das jetzt natürlich auch wieder mit den Fackeln so eine Sache, ne? Hier sind es auch zu heiß. Da fehlt wieder, genau. Die Taschenlampe. Warte mal. Ich müsste ja hier unter der Brücke sicher sein. Hoffe ich mal. Och, ey. Hab nämlich auch schon länger nicht mehr gespeichert. Aber das müsste passen. Bam, bam, bam. Aber auch allein dieses Gerät hier, ne? Wir haben diese interessanten Rohre. Boah. Ist doch nicht schön, Leute. Ist ja gut. Ist ja gut. Was geschafft? 11 Grad. Traue ich mich mal wieder raus. Heieiei. Wir gucken uns hier mal weiter um. Wir müssen ja auch die ganzen Puppen finden. Und den Ort, wo wir die Puppen einsetzen müssen.
Gehen wir mal hier ein bisschen am Strand entlang. Oh, da drüben ist nochmal wieder was. Hier ist es nochmal einiges, was man entdecken kann. Und was man da entdecken kann, haha, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen. Bis denn.